So, da sind wir wieder bei Minecraft Silo in einem Silo. Neben unserem Silo, wohlgemerkt. So, ich bin relativ weit gekommen. Mir sind zwei, drei Missgeschicke tatsächlich passiert. Das kann allerdings sein, dass das sogar beim letzten Mal schon passiert ist und ich darauf geachtet habe. Ich habe mich nämlich einmal irgendwo verzählt. Dafür gehe ich jetzt einmal ganz kurz hier rum, beziehungsweise... Moment, nee, ich habe gerade in schnellen rotierenden Bewegungen geredet. Vier. So, ich wollte mir nämlich erstmal als allererstes jetzt hier meine unendliche Wasserquelle hinmachen, die wir gleich noch brauchen. So. Danke dafür. Eigentlich brauche ich das Lava jetzt gar nicht mehr, was ich da noch habe, sondern eher Wasser. Ich glaube, ich zwack mir die trotzdem ab, oder? 9. Wie viele Plätze habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müsste hinkommen, ne? Ich mache einfach mal. Wenn es nicht reicht, kann ich die restlichen dann immer noch wegklatschen. Ne, oder wie wir wissen, das geht dann ganz automatisch. Ja, komm, das reicht. Ich hatte eh noch ein paar nachgeholt, weil es mir nicht schnell genug ging, aber was soll's. Jetzt habe ich wahrscheinlich genug und brauche eigentlich gleich eher Wassereimer. Ja, toll. Hätte ich mir sparen können. Alles klar, hier, guck mal nur zurück. Kann die alle hier reinkippen, das ist ja nicht das Problem. So. Ja. Kurz das Check, beziehungsweise meine Tasche ist voll genug. Nee, ich kann die ruhig alle bedenkenlos wegkippen. Weiß, ein bisschen Verschwendung ist es schon. Aber ich will ja auch fertig werden. Wir haben ja gleich noch eine Menge zu tun. So, das Lava ist jetzt erstmal verschwunden. Magma. Lava. So, und jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, wie ich fürchte. Lass mich mal so machen. So, ne, von innen sehe ich es nicht. Also ich hatte mich auch irgendwo da drüben. Da habe ich mich scheinbar verzählt, verguckt. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas habe ich da falsch gemacht, zum einen. Und da drüben zum anderen. Ja, es wird dunkel natürlich. Nee, hier war es gar nicht. Da drüben war es. Das hatte ich hier so weit schon vorbereitet, dass ich jetzt eigentlich ohne Probleme, hätte ich zumindest gehofft, ohne Probleme, hier nochmal eine Linie runterziehen kann. Und jetzt muss ich echt überlegen. Also auch hier muss gleich noch rein, aber bevor ich das mache, muss ich runtergehen. Beziehungsweise muss der eine hier erstmal fertig sein. Und sonst treffen die sich nämlich. Und da unten, da ist mir das Malheur passiert. Da zeige ich euch gleich mal aus der Nähe. Im Moment. Ein tiefer und ganz zumachen. Das Wasser soll jetzt hier raus und dann, ja, ich glaube, so kann es funktionieren. So, alles klar. Oh,
Okay, das hat funktioniert. So, da drüben ist, glaube ich, das zweite. Ne, war das zweite Problem oder war das erste? Ach mein Gott. Ne, alles macht hier Probleme. Hauptsächlich ich. Oder hatte ich das schon gelöst und es war nur noch der eine? Nee, hier war alles gut. Muss ich nur wegmachen, darf ich nicht vergessen. So, und bevor ich das wegmache, ich bin am Überlegen, wie ich das jetzt hier die Kleinigkeiten hier noch fixen soll. Die kann ich eigentlich so zumachen, die meisten, ne? Ja, komm, leider muss ich ja noch runter. Jetzt hier drüben kann ich im Prinzip jetzt alles loswerden. Okay, mein Becken sollte ich noch nicht loswerden. Sein Becken sollte man grundsätzlich nicht loswerden. Komme ich da dran? So, nein. Soweit so gut. So, denn hier wird gleich auch noch weiter gebaut. Allerdings, ich könnte es vorher mal hell machen, indem ich schlafen gehe. Wunderbar. Bin ich froh, wenn ich hier oben endlich weg bin. Nochmal gucken und checken. Auch da sind Steine. Das Doofe ist, ich kann die zwar jetzt reparieren und ich werde es auch reparieren, aber ich muss dann nachher sowieso nochmal Steine setzen. Weil wir brauchen genau an der Stelle nochmal einen Boden, um hier gleich das Wasser reinzukriegen. So. Ja. Hier mit allergrößter Vorsicht. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal nach unten. Ich könnte allerdings... Okay, das kann man dann immer nur... Da drüben. Das mache ich nochmal eben in der Mitte. Und dann würde ich sagen, bagger ich mich hier einfach mal nach unten und nehme den Streifen im Grunde schon weg. Auch hier die äußeren brauche ich alle nicht mehr. Da soll ja auch nichts drauf spawnen. Wir müssen nachher auch Halbstufen, wie ich sie immer gerne nenne, anbringen. Es soll ja hier auf dem Dach nichts spawnen. Ja, und wir haben dann noch einiges, was es zu fixen gilt, nachher unter der Anlage. Ich sage euch, das ist... Wow. Da habe ich überhaupt nicht aufgepasst und ich weiß auch nicht so genau, wo es passiert sein kann oder womit es passiert ist. Ich weiß nur, der Schaden an der Natur ist immens, aber regulierbar. Okay, die Plörren kann ich lassen. Kann weg.
Wasser werde ich noch brauchen. Na, zum Glück habe ich mich zweimal. Ach, so ein Scheiß. Ja, aber okay, ich kann mich da aber dann, wenn ich mich da runterbuddel, dann kann ich, glaube ich, an der Ecke auch schon zwei, drei Fehler beheben. Aber wo sind die Hauptfehler aufgetreten? War das hier? Ich glaube, das war hier. Nicht da. Mach also den als erstes weg. Vermutlich ist das richtig. So, erste Problem erreicht. So. Alles gut. Auch hier unten hatte ich zumindest schon mal vorbereitet. Eine unendliche Quelle, denn die brauchen wir dann auch. Da dauert aber noch. Wobei ich das Ding tatsächlich jetzt, also hier und heute, in Betrieb nehmen möchte. Ja, und ich finde irgendwie lustig, wie es hier funktioniert hat. So, und zwar, jetzt, ja, jetzt müssen wir mal gucken gehen. So, und zwar muss ich jetzt hier erstmal ein paar Steinchen wegnehmen und wahrscheinlich wäre es einfacher, oder, ja, hätte ich da oben. Das werde ich dann gleich machen. Ich muss dann da nämlich raus und mich hier nach unten graben. Und kann man jetzt von hier aus sehen, der Schatten da unten, der sagt jetzt so ein bisschen. Aber ich kann mich hier auch jetzt einmal runterstürzen. Ich kann es euch mal aus der Nähe zeigen. Ich muss ja eh wieder nach oben. So, und zwar, ne, 3, 2, 1, ui. So, muss irgendwo Lava geflossen sein. Und da seht ihr schon am Malheur. Gefolgt von Wasser. Und so ist da eine richtig schöne Struktur an der Seite entstanden. Die müssen wir weggraben. Ich meine, man könnte die auch da lassen, aber das sieht halt, das sieht furchtbar aus. So, außerdem müssen wir dahin. Oh, das ist so eine Punktlandung, die ich nicht hinkriegen kann, oder? Okay. Da wir eh nochmal nach oben müssen. So. Ja, ich glaube, jetzt das war schon wieder doof. Ich muss irgendwie da runter. Ich muss da drauf. Weil ich kann den hier nicht wegnehmen, weil ich muss ja hier noch Lava fließen lassen. Ja, das ist ja toll. Danke. Klatsch. Ja, okay, satt bin ich genug, aber immerhin einigermaßen gut gefallen. Komme ich an alle ran? Alles klar. So, weil wir nämlich hier drin, also wenn hier das Magma runterfließt, das würde nicht einfach hier vorbeifließen, das würde auch auf den Stein und dann würde sich wieder hier ausdehnen. So, und deswegen ja, muss ich jetzt gucken. Oh, das ist fies mit dem Gegucke. Ne? Ich muss ja darauf achten, wann ist hier Ende? Also wann ist unter mir kein Stein mehr da? Ja, egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und das sollte auch relativ fix funktionieren. So, den restlichen Scheiß da unten, den werde ich wegmachen, während ich auf meine Mobs warte. Beziehungsweise wie auf den Mob-Spawn da so ein bisschen warten. Dann können wir da schon mal anfangen zu graben. Ja, keine Ahnung. Also ich muss mich da irgendwo, ne, habe ich mich verguckt, habe ich mich verzählt, keine Ahnung. Irgendwas nicht beachtet. Deswegen fehlt mir hier jetzt noch eine Reihe Stein. Die könnte ich jetzt auch, also ich kann sie mit Lava setzen, aber ich hätte sie jetzt einfach auch so setzen können. Wäre vielleicht sogar einfacher gewesen. Nicht einfach selber gemacht hätte, komplett.
Ach, was soll's. Ja, und jetzt Achtung, ne? So, Steinchen alle schön einpacken. Ja, da muss noch ein bisschen abgetragen werden, würde ich sagen. Kurze Überlegung, wo kommt jetzt das Magma an? Es kommt an. Habe ich einen Stein übersehen? Ne, das ist einfach nicht fertig geworden und das muss ich tatsächlich von Hand machen. Ja, hier ist das, ne? Ja, und irgendwie habe ich das hier nicht berücksichtigt, dass dahinter auch noch was ist. Also auch da muss ja, weiß ich, erstmal baue ich mich jetzt hier nach oben. So, alles klar. Dann verschaffe ich mir noch mal ganz kurz eine Übersicht mit Dreck am besten. Dreckübersicht. So, die Sache ist jetzt die. Kann die Seite jetzt zumachen? So. Und so. Dann den Dreckblock wegmachen. Und ich muss den Dreckblock unter mir wegmachen. Würde fallen, kann aber sofort in den Schwebemodus gehen. So werden wir es tun. Hervorragend. Schöne Landung. Hell gemacht. So, das wäre soweit erledigt. Beziehungsweise jetzt können wir da das Magma reinkippen. In der Hoffnung, da habe ich nämlich jetzt tatsächlich nicht drauf geahnt, dass da auch ein Loch ist. Jetzt sieht anders aus, ne? Könnte aber ein Schatten sein. Okay, vielleicht wird es wieder nicht funktionieren. Oh Mann. Hilft alle nichts, ne? Rein mit dem Magma. Aber ich bin mir so unsicher. Crunch. Nee, alles gut. Die Lava kommt. Die Lava kommt.
Es ist dumm. Muss ich mir kurz Gedanken machen. Ja. Wo kann ich mich jetzt am allerbesten, am effektivsten, am sinnvollsten positionieren und mein Wasser drauf kippen? Das funktioniert nämlich am besten eigentlich von der Seite. Wenn ich jetzt da Wasser hinklatsch, dann müsste das doch eigentlich runter suppen und alles löschen. Sehe ich das richtig? Den Stein kann ich entfernen. So, dann haben wir da oben immer noch was, aber das ist egal. Ich mach mal. Obwohl, ich hätte es auch ganz normal von Hand manuell machen können. Magma brauche ich nicht mehr. Weg. Hinfort, du Magma. Müssten wir da drüben noch kurz reparieren und hier können wir jetzt aber auch alles dicht machen. Okay, nee, alles klar. Zwischendurch, ihr könnt euch das nicht vorstellen, habe ich mir, wer weiß wie oft, dann auch gedacht, boah, ey, und nachher reichen die Steine nicht oder so. Irgendwas kommt noch mir doch dazwischen. Mache ich nochmal hier. Also eigentlich muss das hier auch weg. Dann weg. Das kann weg. Das hier geht eigentlich jetzt relativ fix, denke ich mal. Und dann kommt der Teil, der nervig ist. Beziehungsweise der wirklich nervige Teil ist eigentlich der, wo man drauf wartet, passiert hier was. Ne? Funktioniert das Ding hier oder funktioniert das nicht? Ne? Oder gibt es wieder irgendwelche, ne, Gegebenheiten oder Gründe dafür? Ne? Und dann, ja, ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert. Ansonsten habe ich jetzt wieder viele, viele, viele Stunden meines Lebens einfach so weggekloppt. Okay, wobei ich muss zugeben, die Fahr, also das macht durchaus Spaß. Auch wenn wir ja eigentlich im Silo arbeiten wollen. Aber um im Silo zu arbeiten, brauchen wir den Beacon. Um den Beacon zu kriegen, müssen wir den Wither erledigen. Um den Wither erledigen zu können, brauchen wir den 13. Ihr versteht. Das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und ich darf auch nicht vergessen, unten noch Halbstufen auf die Trichter zu setzen. Weil ich glaube, hier kann jetzt nahezu alles spawnen. Also im Moment noch. Nachher ist da Wasser drin, da geht das nicht mehr. Aber es können ja auch, wie heißen die? Die Leute sagen immer Babys, obwohl das sind halt, ja, eigentlich ja, Kinder. Da kann man jetzt drüber streiten, weil das ist schlimmer, ein Kinderzombie oder ein Babyzombie.
Auf jeden Fall können die aufspawnen und die könnten uns dann gegebenenfalls einfach da entgegenkommen. Das wollen wir vermeiden. Würde ich mal behaupten. Liebe diese Kisten. So, jetzt wird es hier unten natürlich dunkel, weil uns der Sonneneinfall fehlt. Und dann müssten wir da unten, da müssen wir sind da auch noch nicht ganz fertig. Müssen wir uns gleich noch mal ein paar Fackeln setzen. Nicht, dass wir gleich zugespawnt werden von den ganzen Höllenspawns. Das geht auf jeden Fall unkompliziert. Ne? Dreck anlegen können wir. Mehr oder weniger. So, jetzt kommt die Sache mit dem Wasser. Und die Sache mit dem, was wir noch wegmachen mussten. Ich glaube. Ja, mehrere Dinge, glaube ich. Zum einen muss ich hier jetzt noch kurz eine Reparatur durchführen. Dann werde ich mich erstmal nach unten begeben. Also das andere Ding da jetzt noch zumachen. Also unten reparieren, bevor ich jetzt hier den Block setzen kann, um das Wasser zu setzen. So, hat er Fackel? Bin mir sehr sicher. Lavaeimer. Bruchstein. Der Grund, warum ich gerade so ein bisschen zögerlich verwirrt bin, ist, ich war der festen Überzeugung, ich habe mir auch Fackeln eingepackt, beziehungsweise eine Schalkerbox mit Fackeln, aber ich glaube, die wiederum habe ich in die Enderkiste gestopft. Ich werde es mal kontrollieren müssen, kurz. Okay, und ich muss mich eh noch mal kurz hinlegen. Ich war schon wieder verwirrt. Behutsamkeit hatte. Okay, unter mir kann was gespawnt sein. Das würde aber nicht durchkommen, ne? Glaub mir, da wäre kein. So. Hi. Ein weiter Weg nach unten. Ja.
Das ist enorm. Würde ich jetzt nur bedingt gut finden, wenn mir hier jemand unterm Arsch explodiert. War schön zu sehen, dass auf jeden Fall gespawnt wird. Müssen es gleich nur noch diese Ertrunkenen sein. Mal so leer kriegen, dass ich wirklich nach unten komme. Oder da tut sie noch richtig was unten. Durch. Jetzt aber los, bevor hier auf einmal ich nehme sie natürlich gerne mit. Sehr schön. So, und dann kümmern wir uns mal eben schnell um. Ja, Problem nicht, aber um das, was wir hier haben. Und, okay, da kommt noch ein bisschen Licht rein. Wir sind hier drin nämlich auch nicht so ganz fertig. Können aber das hier alles jetzt entfernen. Da haben wir auch noch Tageslicht. Auch die äußeren brauchen wir nicht mehr. Schön hell. Ja, und da muss ich noch mal ran. Das wird auch wieder eine schöne Punktlandung, aber das kriegen wir hin. So, jetzt habe ich wieder zwei Kies. Ich meine, okay, Wasser da oben zum einen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, soll ich hier schon dicht machen? Oder? Nee, ich glaube nämlich nicht. Weil so kann ich zumindest sehen. Ne, Punkt. So kann ich was sehen. kann die Fackeln erstmal hier stehen lassen, bevor ich hier gleich dicht mache. Und ich muss jetzt noch überall Holz setzen. Fence Gates. Würde ich mir da denken. So, den hier lasse ich immer noch zu. Hier haben wir unseren Zugang. Ich muss nochmal zurück in unser Silo. Kann allerdings vorher oben auch ruhig den Deckel schon mal soweit zumachen. So, wie sieht das hier aus? Das ist einfach wegen Silo. Fichtenstamm. Ja, das wird nicht reichen.
Das wird nicht reichen. Ich glaube, wir brauchen richtig ordentlich viel Holz. Ja. Viel Holz. Ja, die ganze Zeit hier so Eisenblöcke, ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch wieder 2-3 Kisten, wo Eisenblöcke drin sind. Halbstufen. Ey, die darf ich nachher nicht vergessen. Hier, also hier ist müssen Halbstufen drauf. Dann haben wir hier halt diesen Ritz. Und dadurch wischen wir noch alles. Alles geht langsam voran. Und den Zugang hier brauche ich allerdings auch noch. Ich mache mal eben oben das. Das sehen. Die Löcher waren es doch gar nicht. Erde. Jetzt kommt die Sache mit den Eimern. Sache mit der Erde. Erstmal packe ich jetzt die Erde hier rein. Die brauche ich hier nicht mehr. Dann habe ich hier die Eimer. Davon brauche ich ein paar. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Von wegen diagonal. Und ich mache das von hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Also wie beschrieben, verbindet sich das Wasser tatsächlich nicht. Anders vorgestellt. Ich meine, letztendlich auch egal, also. Ich kenne nur das Kriterium auch irgendwie scheinbar gar nicht. Also ich weiß, 4 Stück ist in Ordnung, aber was ist jetzt hier? Wenn ich jetzt hier einfach 4 Stück nebeneinander mache. Ne, 5, ja. Ich hätte vermutet, dass dann danach alles klar und dann connectet sich das mit dem anderen. Okay, Moment, hier passiert was. Okay.
kann es leider nicht sehen, ne? Also man. Ich glaube, es hat sich überall connected. Man darf halt keine Strömung haben. Also das ist wesentlich. Ich sollte immer, oh ja, genug für eine unendliche Quelle in der Tasche haben. Okay. Das nehme ich wieder raus. Das nehme ich mir raus. Finde ich gut, dass ich das so an die Kante gestellt habe. Habe ich aber wieder eingefangen. Den auch. Den nochmal wieder rein, den Stein brauche ich gar nicht, das Holzding. Auf Wiedersehen. Schwupps, auch wieder aufgefangen, alles klar. Das hier ist ein Stein, das hier ist Fichtenholzbrett. Das schmeiße ich nicht weg. Erstmal machen wir es wieder hell. So, Wasser, check. Wir müssen gleich trotzdem nochmal hier oben drauf landen, aber das ist ja kein Problem, um Halbstufen hier oben hinzuklatschen und um den Boden hier tatsächlich wieder rauszunehmen. So, und dann wird sich das Wasser, also diese Riesenquelle, wird sich dann nach unten bewegen, bis auf unsere Tore, die wir erst noch herstellen müssen. Viele, viele Tore. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore. Es müssen viele Tore sein. Ja. Und dafür würde ich jetzt einmal zurückfliegen. Wo ist hier der richtige Weg hier? Ja, ist klar. Alles immer gut zu sehen, ja. Klack. Taschen leer machen wäre jetzt Blödsinn. Holz. Holzige Holzstämme. Ich brauche sehr viel Holz. Beziehungsweise einmal kurz gucken. Hallo, mein geistlicher Freund. Ja, es ist eine Zeit für eine weitere Kiste. Eine Holzkiste. Die hellblaue Schalkerkiste. So. Machen wir mal alles ganz frisch. Beziehungsweise hier habe ich schon einige Bretter drin. Sehr praktisch. Okay, dann hack ich mir die jetzt exklusiv ab. Mal ein paar Stück. Dann will ich erstmal kurz gucken, wie war das mit den Zäunen überhaupt? Was brauchte ich denn dafür? Ich glaube auch wieder nur Holz. Guck mal sofort. Holz. Na, Zaun will er schon nicht gucken.
So, ich habe Holz. Okay, aus 4 Stöckern und 2 kriegen wir das. Und ein Schild ist... Okay, man könnte jetzt sagen, ne, es sieht teurer aus, aber man kriegt ja auch immer 3 Schilder. Aber ich glaube, das würde letztendlich einfach, ne, das würde mir zu lange dauern mit den Schildern. Hm. Ja, und ein offenes Tor. Ja, das werden wir machen müssen. Aber dafür nehmen wir uns erstmal Holz mit und hauen Sachen weg, die wir jetzt gar nicht brauchen. Das Bett sollte ich mitnehmen. Brauche ich im Moment nicht. Hier beim Pfeil ist es im Grunde egal. Ich brauche immer nur einen eigentlich. Dank der Nachtsicht. Auch den lasse ich jetzt mal hier. Ja, meine Werkzeuge muss ich alle dabei haben. Bett. Sand kann ich vielleicht hier lassen. Hm. Macht mir jetzt wirklich wieder kompliziert. Aber das Ding hatte ich vorhin schon drüben hingestellt. So, erstmal der Türkis. Ich packe hin. Weil ich jetzt das hier erstmal leer machen will. So, so, so. So, so. Und so. Schleimball, Seelenstaub. Also. Ihr fragt euch sicherlich, ne, warum ich das tue. So, so ist nämlich meine Endertruhe erstmal leer. So, Türkis. Kann ich hier reinpacken. Das ist jetzt der gesamte Inhalt, der vorher in der Kiste war, weil ich dann 2, 3 Sachen, so wie Erde zum Beispiel, Bruchsteine, brauche ich gleich auf jeden Fall noch. Hier sind die Fackeln drin. Lava-Eimer. Dann kann ich das nämlich eher hier alles reinpacken. Dann sieht die Welt doch schon viel besser aus. So kann ich nämlich auch da drüben das Holz zum Beispiel hier einfach reinklatschen. Sehr angenehm. Holz, 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 Holz. Was anderes brauchen wir nicht als Holz. Also Holz. Da ziehen wir uns mal eben noch ein bisschen Holz ab. Ich denke, mit einer Reihe Holzstämmen werden wir wohl schon mal sehr weit kommen. Hoffe ich zumindest. Setzlinge nehme ich jetzt keinerlei Rücksicht. Die muss ich mir gegebenenfalls später dann halt anders nochmal. Wieder, weil die. Ne, ich bin jetzt länger weg. Die spawnen dann einfach. Aber hieraus müsste ich eigentlich genug Holz und so, genug Stickies hinkriegen. Ja, nicht Tausende, braucht ja nur Hunderte. So, alles klar. Hm, ich hätte mehr gerechnet tatsächlich. Wie gesagt, ist jetzt aber auch nur
Ah, sehr gut. Ich darf, dann nehme ich mal auch einen Haufen mit. Holz ist Holz. Beziehungsweise, wenn ich die jetzt wieder richtigen Holz umwandle, dann wird es doch doppelt so viel, ne? Sehr ergiebig, gefällt mir sehr gut. So, alles klar, Tasche voll. So, Moment, erstmal einen Schluck trinken, sonst kriege ich gleich wieder so einen Hustenanfall. Pum. Also, gerade noch gerettet. Okay, und dann verschluckt man die erstmal. Alles klar. So, Holz. Holz viel. Holz gut. Holz. So, das packen wir schon mal ein. Und aus dem Holz ziehen wir mal eiskalt durch. Machen Stickies. Ziehen wir hier mal. Ach, mal. 32. 32 ist wenig. Aber wir können ja gleich noch mehr machen. Ich habe noch ein bisschen Holz und damit mache ich jetzt eine Werkbank. Kein Holz mehr, deswegen mache ich keine Werkbank. Holz, die nehme ich auch mal mit. Jetzt habe ich wieder Holz für eine Werkbank. So, alles klar. Ich wollte gar nicht erst fragen. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass sich einer bis hierhin getraut hat. Also hier. Warum renne ich eigentlich immer hier raus, wenn die andere Seite im Prinzip doch viel näher dran ist? Man weiß es nicht. Ach. So. So. Ich habe ja gar keinen Hunger. Nee, ich glaube, das Beste ist, wenn ich das da oben einfach reinbaue. Ja, und die relativ gute Nachricht ist, wir sind aber eigentlich dann auch fast so weit. Also das wirklich Nervige ist gar nicht. Muss irgendwo noch da. Ein Loch ist da noch irgendwo. Glaube ich. Okay, das ist kein Problem. Das kann ich stopfen, sobald wir das Wasser da oben wegmachen, weil dann kann ich ja auch hier reinschwimmen. Haha. So, jetzt, ja, jetzt geht's wieder los. Will ich das schon? Nein, will ich nicht. So, jetzt geht's nämlich erstmal ans... Ah...
Okay, das geht aber auch noch schneller, als ich hier Erinnerungen hatte. So. So, die Dinger müssen auf. Das ist solche Farben mag ich nicht. Aber es funktioniert und naja, was soll ich sagen? So, das heißt, die ganzen Ertrunkenen werden in diesem Wasser hier nach unten gleiten. Also hier ist erstmal die Fläche überall, wo nachher Wasser ist, wo die Ertrunkenen spawnen können. So, und dann ja, kommen die hier so runter. Und dann fallen die hier aber durch. Auch hier kommen nachher Wasserströme hin. Die strömen dann hier in die Mitte. Und die wiederum strömen hier runter. Und so sammeln wir die Ertrunkenen ein. Das ist jetzt so der Plan. So, und der steht nahezu unmittelbar bevor. Holz. Dann verbrauchen wir erstmal das, was wir hier haben. Ne? Holzi, Holzi, Holz. Ganz viel Tor. Ja, das Doofe ist genau das, ne? Dieses. Im Prinzip muss ich jetzt wirklich erstmal so machen. Ne? Einmal alle setzen. Danke. Dann einmal wieder zurück und alle aufmachen. Was als zu meinem Sneaken gar nicht so geht. So, das müssen wir tatsächlich über die ganze Fläche machen. Ja, okay, aber was soll's, ne? Ich sag mal, in 10 Minuten sind wir damit jetzt auch fertig. Das ist halt nur sehr nervig. Ja, und ihr so. So, was mich an der ganzen Sache aber auch tatsächlich so ein bisschen interessiert immer, ist ja tatsächlich die Machbarkeit im Survival-Mode. Also ich meine, generell ist ja alles natürlich möglich. Aber wenn man sich die Tutorials eben anguckt, eben die Creative Mode da irgendwie gemacht werden, da wird dann auch immer, ja, machst du hier, machst du da, machst du so. Oder alleine schon diese Tatsache, ich meine, okay, diese Zäune, ja, okay, die wird man jetzt im kreativen Modus genauso setzen müssen, ne? Okay, aber man fliegt dabei wahrscheinlich einfach nur so nach hinten. Also ich habe nichts gegen den kreativen Modus, ne, aber. Zack. Zack. Zack.
Ich sag einfach mal, wenn euch das hier zu doof ist, spult einfach kurz vor. Ich kann es verstehen. Ich werde es aber nachher nicht schneiden oder so. Auch wenn es mit nervig war, zu sehen, wie die Lava hier, also das war wirklich ein Ding, da habe ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, dass man ja so tatsächlich einen riesengroßen Raum schaffen kann. Oder die Wände dementsprechend für den Raum. Ja, also hat schon was für sich, dass sich manche Leute, ne, nonstop 24 Stunden am Tag mit nichts anderem als mit Minecraft beschäftigen. Fast fertig, ne? Jetzt noch mal so viele. Okay, wär ich jetzt alleine, hätte ich mir ein Hörbuch angemacht. Das nächste, wovon mir graut, und das ist was, was ich wahrscheinlich... Ich brauche es nicht, ne? Aber mir hält einen in Minecraft ja jetzt auch nicht unbedingt auf. Eine Blumenfarm. Und damit meine ich nicht so ein kleines Ding, wo man einfach immer nur ganz normal Knochenmehl reinfeuert, sondern es gibt die Möglichkeit, so ein... Ja, dass sich der Boden bewegt. Also da wird wirklich immer quasi nach oben Blumen gespawnt, geschossen. Auf dem Rasenblock. Und mit Sticky Pisten, mit Stickies, glaube ich, Stickies waren das. Bewegt sich dann, oder werden wir immer den Boden bewegen mit so einer Zeitschaltuhr. Und so werden die Dinger quasi wieder abgerüttelt. Und so geht das dann hin und her. Das heißt, wenn die Maschine an ist, dann feuert die ganze Zeit mit Knochenmehl. Und es spawnen immer wieder Blümchen auf so einer Wiese, die sofort abgerüttelt werden und eingesammelt werden. Also das ist für einen Komposter ist das nahezu wow. Ich habe so ein Ding vor Ewigkeiten schon mal gebaut. Und das gehörte allerdings mit zu der Welt, wo auch andere dann Zutritt hatten oder sich einen Zutritt verschafft haben, sagen wir mal so. Und die haben mir dann überall TNT-Kisten platziert. Und irgendwann bin ich reingekommen und alles war kaputt, alles war vernichtet und zerstört. Oh. Ich bin ja schon fast fertig. Wenn wir vergessen haben, sehen was, da läuft dann Wasser durch, ne? Holz. Könnte reichen. Die andere Farbe ist egal. Nee, man kann das Tor trotzdem aufmachen.
So, so. So, auch das erfolgreich erledigt. Sehr schön. Dann werden wir jetzt den Wasserstrom hier drin basteln. Kann ich wieder einpacken. Den kann ich wieder einpacken. So, jetzt geht es allerdings immer los. Ne? Also, außer ich habe es natürlich irgendwo vorher vorbereitet. Jetzt muss ich immer den hier auspacken. Damit ich an meine Kisten komme. Das war clever. Wassereimer. Jetzt erzeugen wir hier einen Wasserstrom. Ein, zwei, drei, vier. Okay, wir sehen ja letztendlich auch, ob wir angekommen sind. Ne, es muss alles bis zur Kante laufen. Ne? Läuft es nicht bis zur Kante, dann sind wir nicht da. Zum Beispiel vorbeigeschossen. So, alles klar. Alles, was hier landet, landet dann da. Sehr gut. Muss ich da drüben natürlich auch noch zumachen. Alles klar. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt fangen die Probleme an, aber muss mir irgendwo, machen wir mal hier, gleich was offen halten. Mach ich mal so. Das hier ja jetzt ebenfalls zumachen muss. Werde ich von draußen mal dran gehen. Jetzt schon zumachen.
ab geht's. Übrigens hochkonzentriert, also nur falls ihr euch fragt, ne, warum ich hier keinen Mucks von mir gebe. So, das war auch das. Dann. Fallschacht und dann ja ah, Moment So, schön dunkel. Bin fast fertig. Sonny war. So, im Moment kann jetzt noch nichts spawnen, natürlich, weil es wird schön dunkel, aber es ist fließendes Wasser in der Nähe. Ne? Also darum geht es ja, dass wir letzten Endes nur das hier drin haben, was wir wollen. So, alles klar, das sieht sehr gut aus. Wir schließen die Laube. So, jetzt werde ich einen kurzen Sturzflug wieder machen. Jetzt müssen wir nach oben. Kurz einmal eine Kreisung. Unfassbar. War jetzt allerdings gar nicht so dramatisch, wie ich gedacht habe. Ja, wo haben die jetzt gefehlt? Ich meine, das Schöne ist ja tatsächlich, das Ding hier ist so absurd hoch. Wir haben unglaublich viel Zeit beim Fallen zu reagieren. Und okay, selbst wenn wir fallen, wir landen ja im Wasser. Ey, ohne Scheiß, ist die vierte Seite. Ohne Scheiß. Es ist immer so. Okay. Ich muss noch eine klitzekleine Sache vorbereiten.
Und wir müssen hier oben gleich tatsächlich auch noch ein bisschen was machen. Wir müssen hier nämlich noch einen Deckel draufsetzen. Also ich meine, Spawn kann hier im Wasser ja erstmal nix, aber trotzdem setzen wir hier gleich Halbstufen drauf. Und deswegen mache ich jetzt mal aus dem, was wir hier haben, doppelzentnerweise Halbstufen. Mit dem Wissen, dass die Menge nicht ausreichen wird. Noch nicht. Na, egal, aber ich muss ja auch gleichzeitig unten das Ding gleich zumachen, aber jetzt kommt erstmal der spannende Teil, wo wir hier den Boden wieder rausgraben und sich das Wasser nach unten ausbreiten kann. Wenn ich stehe, kann ich besser graben. Nichts verkommen lässt. Dann sammeln wir uns jetzt natürlich ein. Das sieht jetzt natürlich auch abenteuerlich aus, das Ding. Ich will hier nicht zu tief reintauchen, weil wir hier echt nicht gut sehen können. Jetzt könnte ich so einen Trank der Nachtsicht eventuell mal reinhauen. Kann man mal ein bisschen tiefer in das Becken hier schauen. So. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt. So, das Ding hier funktioniert jetzt eigentlich im Wesentlichen schon. Also Wasser ist da, es kann hier jederzeit irgendwas spawnen. Also von mir aus brauchen die sie nicht auffallen lassen. Und jetzt hier in aller Ruhe den Deckel zu. Wird auch schön dunkel hier drin ist, wobei bei der Tiefe, die wir da haben, denke ich, wird auch weiter unten tief oder dunkel genug sein. Ich überlege wirklich, mir einfach mal so einen Trank kurz reinzuziehen. Und ein Hähnchen will ich mir auch kurz anziehen. Habe ich denn überhaupt noch so einen Trank übrig? Ja, die Frage aller Fragen. Nacht. Vielleicht ist das Ding auch gleich verschwendet, aber ich würde doch gerne einfach mal einen Blick riskieren. Ich könnte natürlich auch den Shader ausschalten. Da sieht man tatsächlich auch nochmal bedeutend besser, unter Wasser zumindest. Also ich sag mal, wenn ich meine Aquatik-Klamotten bastel, spiele ich ernsthaft mit dem Gedanken, dass ich den ausmache.
Da seht ihr das? Es ist einer gespawnt mit einer Angel. Weiß nicht, wie viele hier so spawnen. Ich weiß nur, ich darf hier jetzt nicht unten rein. Ja, der Doofe ist, ne, wenn der, ne, wenn ein Gegner, also mich hat, dann hat der Auftrieb, dann kommt der hinterher. Kann ich flüchten? Ne, oder muss ich ihm die Zähne einhauen? Ne, da sagt er wieder ab. Ja, und genau, das passiert mit allen. Also, ich meine, vielleicht sind da unten schon welche drin. Vielleicht bin ich aber auch gerade zu hoch. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Abständen hier ist. Ich weiß nur, es kann sein, dass ich zu weit weg bin. Und die Gegner tatsächlich despawnen. Aber sicherlich habe ich das gerade gemerkt. Also die Tatsache, dass hier auf jeden Fall schon mal was gespawnt ist, die beruhigt mich nach so einem Bauprojekt. Das wird auch nochmal richtig geil, wenn wir den Ozeantempel ausheben. Aber da ist es ja tatsächlich eher ausheben oder auch wegmeißeln, wie ich immer so schön sage. Und das will ich auch nicht ohne den Biegen machen. Leuchtfeuer. Ihr wisst schon. Hier funktioniert nicht. Was sagt eigentlich Zeitmessgerät? Oh, wir sind schon wieder 1,24. Ja, okay. Das heißt aber, wir liegen gut in der Zeit insgesamt und werden... Warte, wir werden. Wir sind ja fertig. Ein bisschen Dach jetzt hier drauf zimmern, ja. Und dann gehen wir unten mal gucken. Ich habe allerdings keine Ahnung, soweit habe ich das Video nicht geguckt. Aha. Wo jetzt die geeignete Position für uns ist, also wo sollen wir uns aufhalten, da, damit hier auch genug spawnen kann. Reicht das oder würden wir da einfach unten stehen, wo die dann runterfallen? Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht das Problem, werde ich rausfinden. Ich will nur einen Dreizack. Dafür findet die Party hier statt, obwohl. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Auch Nautilus-Schalen natürlich. Also ihr wisst ja, ne, so ein Ertrunkener, der kann auch mal so eine Muschel in der Hand halten. Und die brauchen wir ja auch. Wir brauchen alles hier in Minecraft. Also falls ihr euch immer mal gefragt haben solltet, ja, braucht man so eine Farm, ne? Braucht man solche Sachen? Ja, man braucht sie. Ich glaube, ein bisschen haben wir noch, aber wenn es jetzt dunkel wird, werde ich mich nicht hinlegen. Ich bin mir zwar sicher, dass hier die ganze Zeit über was spawnen kann. Und auch da muss man sich jetzt vor Augen halten, die Ertrunkenen, die spawnen nicht so häufig eigentlich wie jetzt so normale Zombies oder so. Also da ist schon, ja, also die sind schon ein bisschen rarer gesät. Hätte jetzt vermutet, das reicht. Trotzdem würde ich jetzt gleich darauf anlegen, dass es dunkel ist.
Vermutlich ist es jetzt schon dunkel und ich sehe es nicht. Wegen der Nachtsicht. So. Mann. Guck mal, jetzt wurde die Sonne hier quasi nicht mehr blendet. Jetzt können wir hier komplett durchgucken. Da seht ihr. Oh, da sehe ich gerade 1, 2, 3. Oh. Ich wollte gerade die Erwartung so ein bisschen zurückschrauben eigentlich. Ja, fertig. Jetzt müssen wir nur die Plattform da unten erwischen. Ne? Obwohl, nein, wir können ja auch hochklettern. Oh, nein, nein, nein! Das war so klar. Das war so klar. Nein, 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 nein. Was für Arschgeigen. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Das hat mich jetzt eiskalt erwischt. Ich find's aber trotzdem lustig. So. Habe ich absolut, ne? Also absolut nicht dran gedacht. So, Trichter. Kiste. Alles gleichzeitig. Glück, wenn die runterknallen, dann sind die so angeschlagen, dass die okay, so, sofort sterben sollen sie eigentlich nicht. Hey, was soll denn das? Okay, falsch rum. Ich hätte echt gerne mein Gesichtsausdruck gesehen. Dann nehme ich jetzt die Halbstufen hier. Okay, die kommen hier mit einer Geschwindigkeit runtergeklatscht, tatsächlich, die ich so nicht für möglich gehalten hätte. Mann. Ja, blubber mich nicht so an. Natürlich auch nichts mehr spawnen. Ich denke. Dass das so reichen wird.
Ja, okay. Ich könnte jetzt hier auch noch warten. Aber ey, das ist doch. Sehr, sehr unerwartet. Krieg mich gar nicht mehr rein. Halbstufen dürfte ja normalerweise auch nichts spawnen, sogar so ganz allgemein nicht, oder? So, ich denke, ich werde hier jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen stehen bleiben. Natürlich. Ich werde mir hier den Spawn so ein bisschen angucken, genießen. Ja, und das mache ich auch, bevor ich hier jetzt anfange. Ich hatte jetzt den Gedanke, ne, ja, ich kann das ja alles wegmachen, während ich hier auf den Spawn warte. Aber das geht alles so ratzfatz hier, dass ich das jetzt echt gerne im Auge behalten will. Obwohl. Nee, ich warte erstmal. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Minuten stehen bleiben. Und dann schaue ich mal. Vielleicht gehe ich dann irgendwie da rüber oder sowas und guck schon mal, dass ich zumindest von da ab, also bis hierhin, alles wegmache. Da geht die Sonne auch schon auf. Ach. Ich bin total begeistert. Freunde, ich lasse das jetzt tatsächlich mal so. Oder auch so. Einfach mal F2 drücken. Genieße jetzt hier noch so ein bisschen die Show. Und dann werde ich wohl in naher Zukunft wieder meinen Dreizack haben. Und je nachdem, wie viel hier kommen, auch die nötigen Level, um das Ding vernünftig zu verzaubern. Okay, Freunde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Unterstützung. Das war sie, oder das ist sie, unsere Dreizack-Farm. Unsere scheinbar hocheffiziente. Ich werde das Ding jetzt locker eine Stunde laufen lassen und dann werde ich mal gucken. Okay, ja. Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf, drückt mir die Daumen. Und dann sehen wir uns bald wieder hier. Ich bin der Chris von IMKorn und ich sag mal, bis dann.